Yeah, so we gon' be. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist hier, mal wieder mit Pepe. Was geht? Und was geht? Gestern hat das Video ein bisschen abrupt geendet, weil wir noch in der Hotelbar waren und danach noch in zwei, drei anderen Bars. Es war viel zu dunkel. Wir haben ein paar Drinks getrunken und deswegen kam gestern nichts mehr. Heute Morgen sind wir schon mit unserem Airbnb-Host ein bisschen unterwegs gewesen. Wir waren das erste Mal in einem Supermarkt, wo es Brot gab. Ja. Jetzt haben wir überhaupt kein Brot gefunden irgendwie. Und haben ihn dann nochmal ausgefragt, was sind so die typischen Sachen, die man hier als Amerikaner isst. Und er hat mal wieder natürlich Twinkies gesagt. Und wir haben jetzt sogar die originalen Twinkies bekommen. Die werden wir gleich ausprobieren. Und dazu gibt es noch eine richtig geile Geschichte zu den Twinkies. Ihr kennt ja noch den Film Zombieland, ne? Da gab es ja auch die Twinkies. Ungefähr im gleichen Zeitraum ist die Firma, die die Dinger hier herstellt, bankrott gegangen. Das heißt, sie hatten halt keine Kohle mehr und konnten die Dinger nicht mehr verkaufen. Das heißt, die Dinger gab es auch nicht mehr irgendwo zu kaufen. Deswegen haben Leute massenweise Twinkies gekauft, die auf eBay versteigert und somit nochmal die Attraktivität gesteigert, dass dann irgendein Typ sich gedacht hat, alles klar, ich kaufe einfach die Marke auf, hat das Unternehmen gekauft und deswegen gibt es Twinkies jetzt halt wieder. Das heißt, wortwörtlich haben Leute Twinkies wiederbelebt. Und dann haben wir uns noch Dunkin' Donuts geholt. Wir kennen die ja zwar schon aus Deutschland, aber die werden schon anders schmecken als jetzt hier. Was richtig krass ist und ich auch nicht gedacht hätte, ist der Preis. Man würde doch denken, Dunkin' Donuts ist teuer. Im Verhältnis ist das vor allem auch teuer in Deutschland. Aber hier kostet einfach normales Essen $15, $20 und wir haben jetzt 12 Donuts für $6,99 bekommen. Das ist nicht mal $1 für einen Donut. Da checkt man auch, warum die ganzen Amis so übergewichtig sind. Weil einfach alles, was fettig ist und schlecht und ungesund, viel billiger ist. Das heißt, eine schlechte Ernährung ist viel billiger als eine gute. Zum Beispiel ist es auch krass, dass 2 Liter Cola billiger sind als 2 Liter Wasser im Supermarkt. Ja. Das ist einfach krank. Zeig mal, was wir hier so haben. Ich würde sagen, wir essen einfach jeden. Halb-halb. Halb-halb jeden? Ja. Mit welchen wollen wir anfangen? Nimm einfach mal irgendeinen. Ich hätte Bock auf den. Bam. Junge. Heftig. Richtig krank lecker. Mhm. Das schmeckt ja mal richtig gut. Ja. Also der Bock. Und was kommt als nächstes? Kein mit Schokolade. Was ist das? Einer von denen ist so Pumpkin oder so. Der ist Pumpkin, Digga. Schmeckt wie Weihnachten. Der schmeckt echt wie Weihnachten. Der schmeckt wie ein bisschen wie Spekulatius. Nur ein weicher. Wir haben noch 10 Donuts. Ich kann jetzt schon nicht mehr. So, wir probieren jetzt mal den. Der sieht richtig geil aus. Der hat so eine rosa Glasur. Hau rein. Das schmeckt extrem süß. Bisschen langweilig. Der erste war der beste. Ja. Ey. Das ist Donut of the Month. Bam. Den probieren wir jetzt. Der hat kein Loch in der Mitte. Ah. Ja, Mann. Der hat eine Füllung. Sieht aus wie Vanille. Scheiße. Hammergeil. Heftig. Hammergeil. Der ist ein Neuem. Hat seinen Namen verdient. Auch wieder Vanillecreme-Füllung. Der kann ja nur genauso geil schmecken. Bam. Und? Ja, Mann. Mhm. Der schmeckt ein bisschen wie so ein Eclair. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Oh, Digga. Mit Vanillecreme-Füllung. Der sieht so aus, als wäre der irgendwie verbrannt oder so. Der bockt nicht. Disqualifiziert. Das ist ein Berliner. Das sieht aus wie ein Berliner. Hier. Das sieht aus wie ein Berliner. 10 mal süßer. Ja, muss ich ehrlich sagen,
Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Nee, die Füllung ist unnormal günstig. So, wir haben jetzt noch 3 Donuts. Wir essen wir nicht mehr. Irgendwie auf keinen. Ich will nicht mehr. Ich will auch nicht. Ich merke schon, wie alles so mein Innenleben gefickt hat. Wir haben jetzt 9 Donuts gegessen. Die restlichen... Schenken wir. Die restlichen geben wir auf jeden Fall unserem Host. Die 3. Die sind aber eigentlich ziemlich plain. Also da wird, die werden jetzt nicht special sein. Ich geh die mal verschenken und dann lass mal echt los. Oh. So, was heute sonst noch, was heute sonst noch ansteht, ist das Empire State Building. Da gehen wir heute auf jeden Fall hin. Müssen wir. Wollen wir auch gerne. Das ist nämlich der letzte Tag, den wir hier in New York verbringen, weil morgen fliegen wir schon. Und ja, wir machen uns erstmal auf den Weg los in die Stadt. And so the question that you chose to ask, will it be better where we're going? And though the answer I don't know for fact, still my heart is saying, oh yeah. Still just taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really I don't mind, cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah, no longer focused on yesterday. And I don't care, the rest will say whatever they want, what's left to say. What's left to say. Cause I'm leaving all the pain today. Meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way. Hey. So, wir haben es jetzt geschafft aufs Empire State Building. Sind auch schon eine Runde gelaufen. Absolut krank. Also ich glaube noch nie sowas Geiles gesehen. Das ist mit der heftigste Ausblick, den es gibt. Auf jeden Fall. Also wirklich atemberaubend. Richtig atemberaubend. Draußen ist es super kalt und es ist super windig. Ich habe ein paar Timelapse-Aufnahmen gemacht. Ich werde die euch auf jeden Fall auch danach noch zeigen. Aber ich denke mal, die werden ein bisschen verwackelt sein, verzittert. Dagegen kann ich nichts machen. Ich habe versucht, das so gut wie möglich zu machen. So, wir sind jetzt gerade auf der 86. Etage vom Empire State Building. Das sind 320 Meter. Es sieht richtig geil aus. Man kann so heftig weit gucken. Irgendwie an einem guten Tag kann man auch so die 5 anliegenden Städte sehen. Richtig heftig. Ansonsten ist das Empire State Building natürlich so ein Unikat. Ihr alle kennt das und es leuchtet bei bestimmten Gegebenheiten. Auch als Deutschland zum Beispiel Brasilien bei der WM komplett auseinandergenommen hat, 7-1, hat das Empire State Building schwarz-rot-gold geleuchtet. Richtig heftig. Oder als Barack Obama gewählt wurde, hat es blau geleuchtet, weil das die Farben von den Demokraten sind. Es gehört auf jeden Fall zu den höchsten Gebäuden in New York, aber es ist noch nicht das höchste. Ich weiß nicht, ob man das da drüben erkennen kann. Der Freedom Tower, das ist das höchste Gebäude und es gibt noch ein anderes Gebäude, irgendwo bla 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 Avenue, weiß ich gerade nicht. Das ist auch noch ein bisschen höher, aber ansonsten ist auf jeden Fall krass hoch. Yeah, so we gon' be. Sure about what I'll be. Still can't believe everything I see. If I'm gonna stay down, well it's up to me. It's up to me. Yeah. Living in a world overcome with greed. Not what I want, got everything I need. And I'm working hard till the day I succeed. The day I succeed. Cause I'm leaving all the pain today. Meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way. Hey. And I'm dreaming, no need to show me how the reason you can't slow me down. Season the moment only now. Yeah, so we gon' be.
Yeah, the junior always wanna be the senior. I swear that the grass looks green, I wanna change it to me. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best the sun will pop. Your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best the sun will pop.